Hey Leute, hier ist der Marc und willkommen zu einer neuen Schiffsvorstellung. Heute haben wir den russischen Kreuzer der Stufe 2, die Oleg, am Start. Es handelt sich um ein Premium-Schiff. Dort schauen wir uns natürlich an, welche Module, welche Ausrüstung wir dort haben, die Werte und Kapitänsskillung. Und danach gibt es noch natürlich das erste Gameplay. Und wir fangen doch mal direkt hier bei den Modulen an. Dort haben wir im ersten Slot und auch im einzigen Slot einmal das Antriebsmod 1 verbaut. Dort wird das Risiko eines Ausfalls des Antriebs reduziert und die Motorreparaturzeit auch nochmal verringert, was natürlich ganz nett ist. Alternativ kann man auch das Steuergetriebe Mod 1 nutzen. Beide sind hier auf jeden Fall eine gute Wahl. Ich finde da den Antriebsmod 1 ein wenig besser, wenn ich ehrlich bin, weil es bringt einen halt nicht viel, wenn man das Steuergetriebe Mod 1 drin hat, denn der Motor rausgeschossen wird, dann kann man halt trotzdem nicht mehr lenken, weil man halt steht. Und wenn einen das Steuergetriebe rausgeschossen wird, dann kann man wenigstens, wenn der Motor noch im Stand ist, wenigstens noch mit der Geschwindigkeit regulieren und versuchen damit halt auszuweichen. Dementsprechend bin ich hier auf jeden Fall ein größerer Fan von Antriebsmod 1, aber die Alternative ist auch auf jeden Fall keine schlechte Wahl. Dann kommen wir zum Verbrauchsmaterial. Dort haben wir das Schadensbegrenzung 1 und sonst nichts weiteres. Dann kommen wir zu den Werten. Dort haben wir bei Überleben 27 Punkte, Trefferpunkte 24.100, was auf jeden Fall ziemlich gut ist für die Stufe. Panzerung 6 bis 140 mm. Dann geht es weiter bei Artillerie und dort haben wir eine richtig dicke Bewaffnung, 23 Punkte dort. Bei der Hauptbatterie haben wir einmal 8x152 mm Geschütz und zusätzlich noch 2x252 mm Doppeltürme, was natürlich super ist. Feuerreichweite sind 11,3 Kilometer, Ladezeit 9 Sekunden, Dauer für die 180 Grad Kehre 36 Sekunden, Sprenggranatenhöchstschaden liegt bei 2100 bei einer 8%igen Brandwahrscheinlichkeit und der AP-Granatenhöchstschaden liegt bei 2700. Und dann kommen wir noch zur Sekundärbewaffnung. Dort haben wir 12x175 mm Geschütz mit einer Feuerreichweite von 2,5 km und einer Ladezeit von 4 Sekunden. Und dort machen die Sprenggranaten einen Höchstschaden von 1500 bei einer 4%igen Brandwahrscheinlichkeit. Allerdings ist halt, wie gerade gesagt, die Reichweite nicht wirklich hoch von der Sekundärbewaffnung und wird auch sehr, sehr selten nur im Einsatz sein. Weiter geht's mit der Manövrierbarkeit. Dort haben wir 41 Punkte, Höchstgeschwindigkeit sind 24 Knoten, Wendekreisradius 450 Meter und die Ruderstellzeit sind 7,1 Sekunden. Und zu guter Letzt noch die Tarnung. Dort haben wir 73 Punkte, Erkennbarkeit zu Wasser sind 9,5 Kilometer, Erkennbarkeit zu Luft 6 Kilometer, garantierte Erkennbarkeitsreichweite ganz normal 2 Kilometer und Erkennbarkeit beim Feuern im Nebel sind 4,4 Kilometer. Und dann kommen wir noch zur Kapitänsskillung. Dort nutze ich den Nikolai Kuznetsov mit der Basisfähigkeit in Richtung Sonne, erhöht die Reichweite der Hauptbatterie ihres Kreuzers und geskillt haben wir einmal in der ersten Reihe lodernde Flammen, erhöht die Chance Gegner mit Sprenggranaten in Brand zu setzen, in der zweiten Reihe Pyromane, erhöht die Wahrscheinlichkeit mit den Sprenggranaten der Haupt- oder Sekundärbatterie ihres Kreuzers Brände zu verursachen, in der dritten Reihe haben wir einmal Durchstoßen, erhöht die Durchschlagskraft und den maximalen Schaden der AP-Granaten ihres Kreuzers, in der vierten Reihe fixiert, erhöht Präzision und Treffgenauigkeit der Granaten der Hauptbatterie ihres Kreuzers und bei den legendären Skillen nutzen wir einmal die Nachfüllstation, verringert die Ladezeit der Hauptbatterie ihres Kreuzers, was natürlich eine coole Sache ist und bei den Inspirationen nutze ich einmal den Norman Scott. Dieser erhöht die Präzision der Hauptbatterie ihres Kreuzers und als zweites noch den Charles Madden. Dieser verringert die Ladezeit und erhöht die Drehgeschwindigkeit der Hauptbatterie. Und ich würde sagen, wir gehen mal direkt ins Gefecht. So, wir sind im Gefecht. Im Herrschaftsmodus hier ein Zweier-Dreier-Gefecht. Ja, mit vielen Schlachtschiffen. Vier Schlachtschiffe im Gegnerteam. Müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Haben auch einen Zerstörer weniger und sind auch nur drei Schiffe auf dieser Seite. Sechs Schiffe von unserem Team sind bei C gestartet. Könnte auf jeden Fall auch schwierig werden. Jetzt haben wir hier eine Wyoming und eine Corvée als Unterstützung. Das A-Cap einnehmen können wir wahrscheinlich vergessen, aber wir versuchen hier auf jeden Fall die Gegner ein bisschen zu beschäftigen, definitiv. Fahren jetzt hier auch nicht Vollgas nach vorne, weil ich weiß nicht, wenn die Gegner halt sechs Schiffe auf dieser Seite eventuell haben, dann könnte es schwierig werden.
jeden Fall die andere Flanke dort wahrscheinlich unsere stärkere. Gucken wir doch mal. Ah, der Kollege scheint auch noch gar nicht da zu sein. Er fährt rückwärts, also wir sind hier mehr oder weniger fast allein. Lassen wir es mal langsam hier angehen auf jeden Fall. Was für Zerstörer haben die? Eine Isla, Yasla und eine Wickes. Okay. Beide können kaum aus der Tarnung her Torpedos rauswerfen, das ist schon mal gut. Okay, ein gegnerisches Schlachtschiff ist schon mal auf der anderen Seite. Zwei, drei, ein Zerstörer. Gut zu wissen auf jeden Fall schon mal. Okay, der Kollege fährt immer noch rückwärts. Schauen wir mal. So, da haben wir auf jeden Fall schon mal eine Wyoming entdeckt. Da warten wir auf jeden Fall, bis er geschossen hat. Oh, direkt noch eine zweite. Okay. Hat gerade hinter uns geschossen. Ich habe halt mehr oder weniger blind geschossen. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt die Salven hier treffe, leider. Na, ein Hit wenigstens. Für 600 Schaden. Naja, hätte besser sein können. In der Mitte fährt auf jeden Fall ein Kreuzer. Seitseite zu unserem Team bei C. Ein gegnerischer Zerstörer ist schon mal raus, das ist gut. Ich würde jetzt gerne vielleicht sogar ins A-Cap reinfahren, wenn ich ehrlich bin. Wenn die beiden Schlachtschiffe außen rumfahren. Viel scheint da halt nicht zu sein. Wir fahren jetzt auf jeden Fall mal nach vorne. Der Zerstörer, der muss auf jeden Fall raus, das wäre wichtig. Gucken wir doch mal. Wir haben ja hier bei dem Schiff... Ah, jetzt ist unser Zerstörer raus. Das ist natürlich schon mal ein großer Nachteil. Gegnerteam hat jetzt natürlich noch einen Zerstörer, kann Caps einnehmen. Wir haben halt keinen mehr. Aber der ist auch rausgegangen. Okay, wenigstens getradet. Das ist gut. Das B-Cap werden wir dennoch verlieren. Ich hoffe nur nicht, dass die Schlachtschiffe jetzt hier gedreht... Oh Gott. Billig hat er gedreht. Das ist jetzt nicht so gut. Noch gar nicht wirklich schießen in der Runde. Aber jetzt hoffentlich. Wir müssen aber jetzt auf jeden Fall wieder rauskiten. Cap resettet. Feuer wäre halt ganz cool. E-Cap, ja, können wir leider nicht resetten, weil dort nichts gespottet ist. Da kommt auch der andere. Andere Schlachtschiffe rum. Ja, wir haben jetzt hier auf jeden Fall ein Problem, definitiv. Hier ist mein Hai, der Kollege. Ah, direkt hier beides ausgeschaltet. Feuer. Müssen wir auf jeden Fall mal reparieren. Schadensbegrenzungsteam nutzen. Können auf jeden Fall das Cap hier resetten. Kein Feuer bisher. Ist ja nicht. Haben wir echt Pech. Wir selber brennen wollen, werden zweimal getroffen und zwei Brände direkt. Endlich jetzt auch mal einen Brand gemacht. War doch Zeit. So, hier kommt die Tenryu. Wir laden AP rum. Hat Torpedos am Start, da müssen wir aufpassen. Ja, wenigstens eine Zitadelle. Das war schon mal gut. Oh, nochmal ein Dreifach-Zitter hier. Sehr geil. Und, na, schön. Raus ist er auf jeden Fall. Das ist gut. Sieht auch gut aus. Wir haben hier ein gutes Team erwischt. Torpedos kommen. Wir gehen so weit vorbei. Versuchen wir jetzt hier das andere Schlachtschiff. Beschießen. Haben halt links jetzt auch noch ein Schlachtschiff auf unserer Seite. Okay,
Okay, der brennt. Zwar nicht von uns, aber vielleicht können wir jetzt hier mal ein Permafeuer drauf machen. Das wäre cool. 30.000 Schaden wenigstens schon erreicht. Kann ich mich echt nicht beschweren. Renn, mein Kollege. Du willst es doch auch. Du frierst doch hier bestimmt. Endlich ein Feuer. Aber gut. Viel Schaden konnte das Feuer jetzt hier gar nicht mehr anrichten. Da kümmern wir uns jetzt hier nochmal um das andere Schlachtschiff. Sieht sehr, sehr gut aus für unser Team. Aber ihr seht schon die Feuerrate. Das macht schon Spaß, das Schiff auf jeden Fall. Doppelfeuer hier gemacht. Sehr geil. Jetzt das Schadensbegrenzungsteam genutzt. Das Cap resettet. Sehr cool. Aber jetzt gibt uns nochmal hier ein Feuer. Wirklich ein Feuer, was auch ein bisschen brennt. Die 40.000, da ist kaum Brandschaden dabei. Geht ein bisschen noch was. Geht noch was. Ja, endlich ein Hammerfeuer hier. Schaffen wir wenigstens noch die 50.000 Schaden? Das wäre doch schon mal nice. 50.000 wäre eine geile Sache. Da würde ich mich drüber freuen. Für die erste Runde hier. Nimmt man das gerne mit. Sehr schön. Wird hier auch ein klarer Sieg. Und weg. Beide sind direkt rausgegangen. Sehr, sehr schön. 54.000 Schaden worden ist hier. Schönes Gefecht auf jeden Fall. Ja, 54.000 Schaden, 4 Zitadellen gemacht gegen die Tenryu. 8-mal auch das Cap verteidigt. Ein Schiff zerstört, auch die Tenryu. Dann 5 Brände gemacht. Wir hatten ein bisschen Pech, dass wir keine Permabrände hätten, sonst wäre auch der Schaden nochmal ein bisschen höher gewesen. 119 Zieltreffer. Das in der kurzen Zeit, da sieht man natürlich die Feuerrate. Es macht richtig Spaß, das Schiff. Sehr viele Kanonen hier auf jeden Fall am Start. Im Team hier wenigstens den ersten Platz sogar erreicht, aber wir hatten ja wirklich ein sehr gutes Team gehabt. Wir haben nur einen Zerstörer verloren und der konnte ja wenigstens traden mit einem gegnerischen Zerstörer. Dementsprechend richtig, richtig gute Teamleistung. Gegnerteam hatte anscheinend auch 2 AFK-Spieler auf der anderen Seite. Davon haben wir gar nichts gesehen. Zumindest haben die 0 EP bekommen. Vielleicht sind sie auch vorzeitig aus dem Spiel rausgegangen, weil sie gesehen haben, dass es verloren. Ich weiß es nicht. Konnten wir leider nicht sehen. Dann auch hier ein nettes Gefecht hier auf jeden Fall mit der Oleg. Schauen uns natürlich hier den Wirtschaftszweig an. 54.000 Kreditpunkte gab es dann auch noch, ohne irgendwelche Booster verwendet zu haben. Das nehmen wir natürlich auch gerne mit, ein bisschen EP. Das ist auch super. Sehr, sehr schön. Und das soll auch die Schiffsvorstellung der Oleg gewesen sein. Auf jeden Fall ein Funboot. Das gilt aber eigentlich fast für alle T2 Premium-Schiffe. Das sind einfach Funboote, die man einfach mal so zum Ausklingen spielen kann oder bei der verlorenen Wette oder wie auch immer, wie man das handhabt auf jeden Fall. Oleg hier ein lustiges Schiff, macht richtig Laune, macht Spaß definitiv. Und ja, ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall auch hier gefallen, die Vorstellung. Lasst ein Like da, ein Abo wäre spitze, schaut in die Videobeschreibung. Dort findet ihr meinen Twitter-Account, meinen Twitch-Kanal, meinen Discord-Server. Schaut dort gerne vorbei. Ich würde mich freuen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Haut rein, ciao, ciao.